vom Hocker gehauen. Für ein Mädchen ist das vielleicht das absolut Beste überhaupt, noch besser als das Pferdchen. Ich weiß es nicht. Und dann das erste, was ich gezogen hatte, der Frosch, den finde ich nicht so gut toll. Kann man hier hinten noch rumruppeln. Soll dann lustig klingen, naja. Naja. Und da findet ihr, der Frosch ist das Beste überhaupt hier. Komplette Fehlbewertung, lass mich das wissen. Und dann hier, ich denke wirklich, der verdient der letzte Platz, das Puzzle. Das ist einfach miese Puzzlequalität, fällt auseinander und man kann es auch nicht aufheben. Ja, man kann es eigentlich nicht ordentlich lagern. Deshalb, ja, der letzte Platz. Ja, wie seht ihr das? Was ist das Beste, was ihr je in einem Überraschungsei gefunden habt? Ich habe hier ehrlich gesagt ziemlich viel Glück gehabt. Normalerweise kenne ich das, wenn man solche Philly-Eier und Star Wars, dass man immer Sticker hat. Ja, war ich etwas lucky today. Kann ja auch nicht schaden. Und das ist die Folge gewesen. Hier nochmal die Top 3. Danke, dass ihr dazu gesehen habt und bis zur nächsten Folge.